Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Jetzt habe ich mich kurz schlau gemacht. Wir waren schon gar nicht so verkehrt und wir haben sie auch schon gesehen. Also, wovon sprechen wir? Von der Glut für den Schmied. Und zwar liege ich gerade von welchem Punkt? Gehen wir von hier. Man muss einfach mal ein bisschen mutiger sein. Das ist immer leicht gesagt, wenn man gerade menschlich ist. Was ist das denn? Was bist du denn? Und warum bist du hier? Kennen wir doch. Finde ich aber nicht gut, dass du jetzt nochmal kommst. Oh oh. Na toll. Hätten wir mal das andere genommen. Ich meine, das andere Leuchtfeuer. So, du hast die Hälfte. Oh oh. Hat gut geklappt. Oh oh. Und ich schon wieder verflucht, ne? Ja. Super, dass wir menschlich sind und trotzdem hier das Leben verlieren. Verdammte Axt. Okay, so. Komm, ein Schlag noch. Was war das denn bitte? Ring der Klingen plus 1. Oh! Sehr schön. Wiegt zwar ein bisschen mehr, aber wir gucken mal. 412, 168. ...427, 183. Schaden erhöht. Super. Und zwar zweimal verflucht, aber ist auch nicht so schlimm. So, wie gesagt, wir waren schon ganz nah dran. An der blöden Glut. Einmal nochmal das Springen testen hier. Und zwar müssen wir nämlich darüber. Und da liegt sie. Matte Glut. So einfach. Was jetzt hier ist, das weiß ich auch nicht. Oh. Gut hinsehen, hurra für Leben. Haben keins mehr. So, jetzt haben wir die Glut. Jetzt überlege ich gerade, ob wir dann den einen Sprung auch nochmal versuchen.
Ja, im Grunde genommen so. Ja. Okay, alles klar. Kein Problem. Im Grunde genommen sind wir jetzt hier sogar durch. Brauchen wir jetzt hier nicht mehr rein oder so eigentlich. Deswegen nutzen wir jetzt mal so einen Heimatknochen. Jawohl. Und dann geben wir dem Schmied mal die Glut und gucken mal, ob der uns da was Schönes bauen kann. So, der war... Da waren wir doch gerade noch. Nein. Da. 16.815 Seelen, damit könnten wir uns auch was leisten. Ja, komm. I smell flame upon you. So, hand that ember to me. Right now, you imbecile. Das sagst du gerade, ne? Ja, klar. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Okay. Durchdringend? Was ist das denn jetzt? Aha. Okay. Cool. Okay, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Ich sehe das nämlich gerade. Das ist jetzt C und B. Und wenn wir das jetzt hier drauf packen, macht das Ding zwar mehr Schaden, aber ist nur nach E und E. Und Geschick B ist nicht so schlimm. Okay, gucken wir mal, was wird uns denn was bringen? Das nicht unbedingt, das nicht unbedingt. Giftschaden. Da geht hier der Schaden aber extrem runter. Tö. Was kannst du denn noch? Gegenstand kaufen? Was hast du denn? Bastardschwert? Sense? Ach, jetzt werden wir auch noch hier überfallen, oder was? Guckst du doof, ne? Ah, hast du Schwein gehabt. Ja, jetzt fast verloren, du Pflaume, du. Jetzt hier auf dicke Hose machen.
Sie selbst ein bisschen in die Hose gekackt, glaube ich. Naja. Was soll's? Wir stehen ja hier direkt. So, was können wir denn noch? Waffe verstärken. Das ist das, was der normale Schmied auch macht, ne? Ja, da können wir nämlich unsere Waffe schon gar nicht mehr verstärken. Könnten natürlich mal überlegen, ob da was anderes. Aber wir waren ja hier noch gerade am gucken. So, der hat noch Pfeile, okay. Der hat Reparaturpulver und scheinbar unendlich große Titanitscherben. Das ist cool. Katana. Eigentlich hier nichts besser als das, was wir haben. Was haben wir denn hier an Stärke A oder so da? Was wäre denn, dann würde er ein B rausmachen. Verstehe den Unterschied hier nicht. Was ist das jetzt? Pfahlstein, der gibt 196. Achso. Der skaliert dann nur mit. Was ist das denn? Begone. Lassen wir mal gucken. Wo ist das Symbol jetzt? Nicht verstanden. Achso, Moment, kann ich das hier auch durchgucken? Ja, sicher. Ich nehme das. Jetzt kann ich natürlich nicht gucken. Aber hier kann ich jetzt gucken. So. Magie. Einfluss der Intelligenz auf Magieangriffe. Schade. Was ist das dann? Achso, benötigtes Attribut Intelligenz. Okay. Wille auf Blitz, Finsternis. Einfluss des Willens und der Intelligenz auf Finsternisangriffe. Oh. Oh. Mit einem niedrigeren Wert wird das verstärkt. Ich probiere das jetzt aus. Das auf Finsternis. Da. Flame. Dear Flame. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich das genommen. So. 280. Plus 147. 280 plus 66. Ah, nee. Ach, das sind 200, 300. 80, 390 ungefähr. Das sind
300, 400 noch was. Gucken wir mal. Das macht mehr Schaden so. Schade. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zum Boss. Sind wir noch menschlich? Das ist die Frage. Wir wurden ja gerade von einem Spieler getötet. Ja, super. Danke. Dann benutzen wir mal wieder eine Menschlichkeit. Dann den Ring anlegen. Auch bescheuert, dass man jedes Mal anlegen muss. Was haben wir denn überhaupt für Ringe an? Ausdauerregeneration ist auf jeden Fall wichtig. Körperliche Abwehr ist auch wichtig. Fallende Gegner bringen mehr Seelen. Finde ich gerade nicht so wichtig. Stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Erhöht körperliche Angriffe. Das finde ich besser. Als ob die jetzt gleich ein bisschen mehr Seelen gehen, aber wir die schaffen, dann können wir die lieber versuchen zu schaffen. Und indem wir mehr aushalten. Und die machen ja Stoßangriffe. So, wir müssen erstmal hier einmal kurz aufräumen. Er kommt raus und dafür packen wir die rein. Das ist ganz gut. Und dann drückt man die Daumen, dass wir die jetzt mal schaffen. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch zwei menschliche Spieler. Der letzte menschliche Spieler war natürlich eine Katastrophe. Wenn das überhaupt ein menschlicher Spieler war, das kam mir nämlich irgendwie sehr... Da kam mir nämlich sehr schlecht vor. Ja, wir haben nur zwei NPCs hier. Das ist natürlich schade. Gehen wir das Risiko ein. Ja, komm. Okay. So, ein Schluck getrunken und dann geht's los. Ja, haut mal zu, Kollegen. So. Ich habe das Schild schon wieder aus der Hand genommen. So ordentlich gekriegt. Und wieder. Und ich auch. Ja, sicher.
Die eine haben wir weg, jetzt ist er dran. Ich wusste es. Jawohl. Boah. Adrenalin. Thronverteidiger Seele und Thronverteidiger Seele. Nee, nicht zweimal Thronverteidiger, aber naja. Jetzt geht's da weiter. Wie komme ich denn da rüber? Geschafft. Geht's hier nicht weiter? Schade. Das war alles hier? Das ist natürlich schade. Hier mit eurem Gelobt sei die Sonne. Geldsack? Was für ein Geldsack? Tim. Kann ich jetzt nochmal machen? Big Tits. Wieso ist der Nebel jetzt wieder da, wenn ich die rufe? Die jetzt immer wieder machen? Tja, dann machen wir es halt nochmal. Und da sind sie beide verschwunden. Hä? Ist das wieder ein Bug? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier weitergeht. Beenden wir mal das Spiel und gehen nochmal neu rein. Nix. Könnte ich wieder jemanden rufen? Entweder haben wir irgendwas noch nicht gemacht. Was heißt entweder? Wahrscheinlich sogar. In der Ecke blocken, dass die in die links reinfallen. Auch eine gute Idee. Tja, dann würde ich sagen,
stellen wir uns hier hin und machen hier ein bisschen Erschluss. Und ich mache mir mal schlau, warum es hier nicht weitergeht. Alles klar. Bis dann. Tschüss.